Hi Leute, ich bin's wieder, Sandra Staub. Heute habe ich ein Thema dabei. Es geht um Abmahnungen, das viele betrifft. Und ich habe mir schon beim Schreiben des hübschen Einstiegstextes, den du jetzt lesen kannst, eine mittelgroße rechtliche Abmahnung geholt. Und zwar von Carsten Lexer, dem Anwalt, der uns heute Abend ein bisschen begleiten wird. Und ich hole ihn auch gleich mal da rein, hole ihn auch gleich mal dazu, dann können wir ihn mal sehen. Hallo lieber Carsten, hi. Hallo, guten Abend. Ja, da hast du mich wunderbar angekündigt. Ja, das ist ein super Einstand. Nicht gleich mal der Sprecher erteilt eine Abmahnung. Fantastisch, ja, super. Vielen Dank dafür. Möchtest du dich kurz mal vorstellen? Dann ziehe ich mich kurz zurück und lass dir kurz den Raum. Erklär uns kurz, wer du bist und worum es heute gehen wird. Na klar. Also mein Name ist Carsten Lexer. Ich bin Rechtsanwalt. Und ich habe eine Kanzlei in Würzburg und wir haben noch eine Zweigniederlassung in Berlin. Und wir beschäftigen uns mit Wirtschaftsrecht. Das heißt, alle Fragen, die Unternehmer betreffen, insbesondere Gesellschaftsrecht, Strategien, alles, was so rund um das Thema Verträge für Unternehmer wichtig ist und so weiter. Und da gehört auch ein Thema dazu, das natürlich für viele Unternehmen problematisch ist, nämlich das Thema Abmahnungen, ja, insbesondere das, was man so mit Software erreichen kann im Hinblick auf Abmahnungen, super spannend. Und das hat auch der Gesetzgeber erkannt und hat sich gedacht, da müssen wir mal gucken, ob wir mal eingreifen und hat ein Gesetzesvorhaben auf den Weg gebracht, um eventuell bei den Abmahnungen ein bisschen zu steuern und steuernd einzugreifen. Und darum geht's heute. Ich bin super happy, dass du heute Abend Zeit hattest. Vielen lieben Dank. Ich bin ursprünglich darauf aufmerksam geworden, weil ich glaube, ich habe an einem Tag zwei Meldungen gelesen zum Thema, jetzt kommt das große Anti-Abmahn-Gesetz. Und dann war so ein YouTube-Verband, der sehr gejubelt hat, weil sie sich alle gefreut haben. Yay, endlich werden YouTuber nicht mehr großflächig abgemahnt und quasi fertig gemacht dafür, was sie beruflich machen. Und ich kenne so viele Leute, die ständig Hashtag Werbung unten in ihre Sachen reinschreiben. Wenn du dazugehörst übrigens und uns gerade zuguckst, dann schreib uns einen kurzen Kommentar unten rein. Wir können dich auf jeden Fall sehen und können dir auf jeden Fall Feedback geben, ob das vielleicht noch notwendig ist oder ob das überhaupt nicht geklärt und angesprochen wird. Weil ich war so ein bisschen verwirrt, ob der einigen Standpunkte, die es da gibt, zu dem es ja noch gar kein richtig fertiges Gesetz ist, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja, das ist vollkommen richtig. Also bis jetzt, wir haben im Prinzip jetzt die Verabschiedung im Bundestag. Und der Bundestag hat jetzt einen Entwurf angenommen. Und jetzt müssen wir eigentlich nur noch in Anführungszeichen abwarten, ja, ob jetzt sozusagen die Ausfertigung erfolgt. Die meisten sagen eigentlich, da wird nicht mehr groß was passieren. Ich meine, das Gesetz hat einen Sinn. Es passt natürlich auch sehr gut, nicht? Es geht so auf die Gefahren ein, die sich so aus dem Online-Business ergeben. Und die meisten sind eigentlich auch mit dem Inhalt sehr zufrieden. Also man kann davon ausgehen, dass wir tatsächlich in hoffentlich kürzester Zeit ein fertiges Gesetz dann haben, das dann auch entsprechend zur Anwendung kommen wird. Lass uns doch nochmal kurz darüber sprechen. Wenn ich heute Unternehmerin bin und ich heute einen Pulli von Lacoste anhabe oder von einer anderen Marke anhabe und die Leute fragen mich ständig, hey, welche Marke ist es? Und ich markiere dann die Marke in meinem Instagram zum Beispiel oder in meinem Livestream zum Beispiel oder sonst irgendwo, verlinke die Marke. Tja, falle ich da eigentlich jetzt da rein? Weil da gab es ja so einen lustigen, nennen wir es mal, Abmahnverband, der sich das ja zum Sport gemacht hatte, Influencerinnen und Influencer mit gewisser Reichweite, einfach mal so einen hübschen Brief zu schicken mit einer einstweiligen. Ja, genau. Also das Problem tatsächlich, was du jetzt gerade beschreibst, da muss man genau aufpassen, wie das jetzt wirklich angegangen wird. Ja, also ich glaube, man muss zwei Bereiche unterscheiden, nämlich zum einen erstmal, wie ist das überhaupt, wenn Influencer Werbung machen? Ja, also wann genau machen die eigentlich Werbung? Und da gibt es ja diese wunderbaren Urteile, ja, wo es dann darum ging, ein Influencer mit vielen, vielen 10.000, teilweise 100.000 Followern findet ein Produkt toll. So, das ist erstmal nichts Schlimmes. Ja, so, viele finden Produkte toll. Auch ich finde Produkte toll. Und dann stellte sich nur die Frage, dürfen die das sagen? Ja, und das war natürlich mal das eine Problem. Und auf der anderen Seite ist das Problem, dass es Dinge gibt, die man angeben muss, zum Beispiel auf Webseiten, die man angeben muss, wenn man
Postings macht und so weiter. Und das, was jetzt erstmal geklärt wurde, also das ist zumindest das, was sich aus diesem Entwurf ergibt, ist diese Frage, wie geht man eigentlich damit um, wenn Unternehmen beispielsweise Fehler machen bei gesetzlichen Angaben, zum Beispiel in der Datenschutzerklärung, wenn sie Fehler machen im Impressum. Ja, so ganz typisches Ding, ja, die schreiben dann, was weiß ich, eine GmbH, ihren Namen rein und vergisst die Handelsregisternummer. Ist wirklich schrecklich, ich meine wirklich, das ist ganz, ganz dramatisch, ja, ist aber halt ein Abmahngrund. So, und dann haben die eine Abmahnung bekommen, ganz fürchterlich. Und diese Abmahnung war berechtigt, weil es ist halt nun mal eine Pflicht, diese Handelsregisternummer anzugeben. Hat man es nicht gemacht, gab es dann was auf die Mütze. Und jetzt kommt der Gag. Durch Software war es immer einfacher, solche Fehler zu finden. Und sind wir mal ehrlich, es gibt welche, die machen das bösartig. Die meisten aber, die machen es nicht bösartig, die haben es vergessen. Das ist wirklich so. Das ist dumm gelaufen. Jetzt weiß ich natürlich, dumm gelaufen, das funktioniert im Recht nicht so gut. Ja, da sollte es richtig laufen, aber man kann halt mal was vergessen. Das ist menschlich. So, und jetzt gibt es gleich eine Abmahnung. Jetzt muss man sich überlegen, was die Folge von so einer Abmahnung ist. Man trägt Kosten. Eventuell für sich selber, für seinen eigenen Anwalt, ja, der jetzt irgendwie versucht, einen zu beraten. Dann natürlich die Kosten der Abmahnung selber, also auf der Gegenseite. Und dann muss man eventuell noch irgendwelche sonstigen Gebühren, eine Vertragsstrafe, was auch immer zahlen, ja. Und das kann richtig teuer werden. Jetzt stellt man sich mal vor, so ein kleiner Händler irgendwo auf eBay, ja, der kriegt jetzt so ein Ding vor den Latz gehauen. Echt blöd, wirklich blöd. Er hat den Fehler gemacht. Darüber braucht man nicht diskutieren. Aber die Frage ist, welche Folgen sollen ihn treffen? Und das war natürlich etwas, das hat nicht nur Gerichte beschäftigt, sondern auch die Politik. Lustigerweise war die Deutsche Umwelthilfe ja der Auslöser. Denn die ist ja hergegangen, hat ja wirklich alles abgemahnt. Und wenn man sich mal den Haushalt der Deutschen Umwelthilfe anschaut, dann stellt man plötzlich fest, ein Großteil davon besteht aus den erzielten Einnahmen. Und also die mit ihren Abmahnungen kassiert haben. Und das war natürlich ganz spannend, weil es eigentlich eines zeigt. Diese Abmahnungen, die betrieben haben, berechtigt oder nicht, die haben letztendlich für ein Einnahmensystem gesorgt. Und die Frage ist, ob dafür Abmahnungen geschaffen wurden. Und der Gesetzgeber hat sich, und das sieht man jetzt an diesen Neuerungen im Gesetz, für eine ganz klare Linie entschieden. Dafür sind die nicht da. Abmahnungen sollen dafür sorgen, dass man seine rechtlichen Pflichten einhält, ja, dass man sich an die Gesetze hält, soll auch dafür sorgen, dass sich die Wirtschaft selber überwacht. Ne, ganz klar. Ich meine, sonst muss man ja überlegen, da muss ja der Staat überall eingreifen. Da sagt der Gesetzgeber, wenn ein Wettbewerber so einen Fehler sieht, dann soll er sich darum kümmern dürfen. Es soll ja niemand einen unrechtmäßigen Vorteil haben. Aber die Frage auch hier wieder ist, wie? Und das hat jetzt eben der Gesetzgeber beantwortet. Er hat Beschränkungen eingeführt im Hinblick auf die Kosten, die man geltend machen kann, wann man überhaupt abmahnen darf, wer abmahnen darf. Ja, also da gibt es dann jetzt verschiedenste Ausnahmen und so weiter. Alles mit dem Blick halt darauf, dass man dieses gewerbsmäßige, also dieses gewerbsmäßige Einnahmengenerierungssystem, um es mal so nennen zu wollen, dass das eben nicht mehr so durchgeführt wird wie eben bisher. Das heißt, die ganzen Abmahnvereine, die zum Beispiel Influencer abgemahnt haben, würden da auch drunter fallen? Das ist absolut möglich, genau. Denn zum Beispiel bei Vereinen gibt es jetzt Vorgaben, wann überhaupt solche Vereine noch mit Abmahnungen tätig werden dürfen. Ja, und dann gibt es jetzt zum Beispiel eine Liste, in der müssen sich solche Vereine eintragen. Also ganz wichtig. Es soll diese Liste geben, ja, wie gesagt, das Gesetz ist noch nicht verabschiedet, aber das ist geplant. Dann müssen diese Vereine auch eine gewisse Signifikanz aufweisen. Das heißt also, ein Verein, der jetzt einfach mal gegründet wird, zum Beispiel zur Vertretung eines Unternehmens, das soll es gerade nicht mehr geben, sondern dieser Verein soll eine gewisse Masse an Unternehmen auch tatsächlich vertreten. 75 ist die Zahl, die genannt wird. 75 Unternehmer soll also dieser Verein dann auf sich vereinen, damit man halt sagt, ja, das ist eine gewisse Masse an Mitgliedern, die vertreten werden. Dann muss dieser Verein auch eine gewisse Zeit lang bestehen. Ja, das soll natürlich diese Ad-hoc-Vereine verhindern, ja, die einfach nur mal gegründet werden, um Abmahnungen raushauen zu können. Und dann sagt man auch noch, dieser Verein soll sozusagen sich selber tragen. Das heißt also, er soll nicht angewiesen sein auf die Gelder aus den Abmahnungen, sondern er soll selber über das Personal, über die Finanzmittel, über die Sachmittel verfügen, damit er sozusagen seinen Zweck
Beratung von Unternehmen im Hinblick auf unlauteren Wettbewerb oder Wettbewerb allgemein machen kann, aber ohne halt Abmahnungen. Ja, also es soll im Prinzip verhindert werden, dass so ein Verein nur existiert beziehungsweise nur leben kann, indem er halt Abmahnungen raushaut. Ja, denn das ist ja gerade das, was dann eben wieder zu dieser Abmahnwelle führt. Genau, da gab es ja den Ausdruck Abmahn-Business, das ich immer ziemlich krass fand. Und ich habe das auch miterlebt, wie einmal tatsächlich so ein Ad-Hoc-Verein oder war, glaube ich, ein Verband sogar gegründet wurde, nur um eine Handvoll von Online-Marketern fertig zu machen, die halt ihren Merch, also Klamotten und T-Shirts und solche Sachen verkauft haben. Und da hieß es dann so, ja, ihr dürft nicht, weil wir haben jetzt hier einen Verein, wir sind eine Interessensvertretung und deshalb geht es nicht. Andererseits muss ich sagen, gibt es ja nicht nur gute Stimmen zu dem Thema, hast du mir im Vorfeld so ein bisschen erzählt. Absolut, absolut, natürlich. Ich meine, es gibt, also wie bei jedem Gesetz, gibt es natürlich auch eine gewisse Kritik. Und die Kritik setzt an einigen Punkten an. Zwei möchte ich vielleicht mal herausgreifen, denn das wird tatsächlich im Moment genannt oder vielleicht noch einen dritten, so einen allgemeinen, ist der Deutsche Anwaltsverein hat sich nämlich gemeldet und hat gesagt, ja, man müsste ein bisschen aufpassen, dieses ganze Gesetz, das sieht so ein bisschen aus, als gibt es so eine anwaltliche Vorverurteilung, nämlich jedem Anwalt wird unterstellt, wenn er eine Abmahnung ausspricht, macht er das rechtsmissbräuchlich. Wie gesagt, gibt es eine Stellungnahme vom Deutschen Anwaltverein. Ich weiß nicht, ob das so zutreffend ist, ja, weil natürlich, klar, es gibt eine gewisse Tendenz in diesem Gesetz. Aber ob das jetzt gleich bedeutet, dass Anwälte so unter so einen Generalverdacht gestellt werden, die mahnen ja nur ab, um Geld zu bekommen, glaube ich jetzt persönlich nicht. Aber natürlich kann man das sehen, wie man will. Es gibt zwei Punkte, die sind wirklich da ist Kritik in einer gewissen Weise berechtigt, und zwar diese Hürden, die aufgebaut wurden im Rahmen des Gesetzes. Nehmen wir zum Beispiel mal diese 75 Mitglieder in einem Verein. Ja, warum 75? Warum nicht 50? Ja, warum nicht 100? Das ist wie mit all solchen Schwellen immer ein bisschen problematisch zu vollziehen. Ja, genauso auch dann die Frage, wie viele Mitarbeiter muss ein Unternehmen haben, damit überhaupt dort noch eine Abmahnung, eine Wirkung entfaltet? Ja, das ist nämlich auch gestaffelt. Da gibt es dann so eine Grenze mit 250 Mitarbeitern, mit 100 Mitarbeitern. Da stellt sich dann auch sofort die Frage, warum macht man das? Ja, warum diese Zahl? Warum 250 und nicht 200? Ja, eines ist klar. Es soll um eine gewisse Größe gehen, beziehungsweise, wenn man da drunter liegt, halt nicht um eine gewisse Größe. Aber trotzdem stellt sich die Frage, warum diese Schwellenwerte? Und der letzte Punkt, der angeführt wird, der ist, muss man vielleicht ein bisschen um die Ecke denken, denn es ist noch etwas abgeschafft worden. Früher war das so, man hat, oder besser gesagt früher, das gilt ja immer noch, aber was jetzt geändert wird, ist, dass wenn man eine Klage dann einreicht, also im Rahmen dieses Abmahnverfahrens, dann konnte man früher diese Klage einrichten überall dort, wo sozusagen das Verhalten, das abgemahnt wurde, Wirkung entfaltet hat. Und das bedeutet natürlich bei Verstößen, die irgendwelche Webseiten oder so etwas betrafen, Online-Business betrafen, dass diese Verstöße natürlich in ganz Deutschland Auswirkung entfaltet haben. Und dann konnte man sich sozusagen aussuchen, wo man die Klage erhebt. Das wird jetzt abgeändert. Jetzt ist nämlich immer entscheidend der Sitz des Beklagten. Und da gibt es jetzt eine Kritik dran, weil man nämlich jetzt sagt, und es gibt einige Anwälte, die diese Meinung vertreten, dass dadurch eines ausgehebelt wird oder eliminiert wird, nämlich der gesammelte Sachverstand bei einigen Oberlandesgerichten, bei denen typischerweise solche Verfahren anhängig gemacht wurden. Ich meine, Anwälte, man darf ja nicht vergessen, die sind ja nicht doof, die schauen sich genau an, welche Gerichte haben denn Erfahrung mit solchen Abmahnfällen. Und da geht man dann natürlich hin, weil man berechtigterweise unterstellt, die dortigen Richter kennen sich mit solchen Fällen aus. Das ist ja grundsätzlich eine schöne Sache. Jetzt ist dieses Prinzip eliminiert oder es wird dann durch die Gesetzesänderung eliminiert. Und jetzt kann man im Prinzip diese Klage nur noch dort erheben, wo der Beklagte seinen Sitz hat. Das folgt jetzt wieder dem normalen zivilrechtlichen Prozedere, wo grundsätzlich eine Klage beim Wohnsitz oder beim Geschäftssitz
des Beklagten erhoben werden muss. Aber die Kritik geht jetzt dahin, dass man sagt, das bedeutet, jetzt können auch Gerichte mit so einem Verfahren befasst werden, die vielleicht überhaupt keine Ahnung mit solchen Fällen haben. Diese Kritik finde ich persönlich schon, die hat was, ganz klar. Ja, Erfahrung ist unheimlich viel wert, insbesondere in diesen Online-Sachen. Auf der anderen Seite aber, und das finde ich, das muss man auch bedenken, auch Richter sind nicht doof. Ja, die können sich auch einlesen, Präzedenzfälle, die man halt nun mal hat, an denen man sich orientiert, die sind bekannt. Also ich weiß jetzt nicht, ob das so ein durchschlagendes Argument ist. Das wird man erst im Laufe der Zeit sehen. Aber es ist auf jeden Fall eine Kritik, die das wird man merken. Ja, das wird man merken. Ja, es ist auf jeden Fall ein Punkt, den man ansprechen sollte, auf jeden Fall. Aber ja, was mir auffällt bei der ganzen Debatte, sag ich jetzt mal, ist, dass es um Unternehmerinnen und Unternehmer geht, denen ja unterstellt wird, sie hätten keine Ahnung vom Internet. Oft habe ich aber, wenn ich so Gerichtsurteile lese, wo es um das Thema Internet geht, dass ich den Eindruck habe, so gerade wenn ich jetzt so Influencer-Fälle nehme, einmal wird für den Influencer entschieden, einmal gegen den Influencer und der Fall liegt extrem ähnlich, wo ich mir dann immer denke, ich weiß nicht, woran soll ich mich noch halten? Wie siehst du das mit den Präzedenzfällen, die es jetzt geschaffen wurden? Also ich sage jetzt nur OLG München, das irgendwie entschieden hat, wenn du bekannt bist und über 300.000 Leute hast, die dir folgen, ist klar, dass das nicht dein Privates ist. Deshalb musst du nichts kennzeichnen. Auf der anderen Seite, kleine Influencer wurden in Berlin schon zu hohen Summen verklagt, wo man sich denkt, ja, es war auch klar, dass das nicht, naja, dass es nicht Werbung war quasi, weil sie jetzt Nike bewerben wollte. Ja. Also ich weiß nicht, wie du sowas bewertest. Also ich kann dir sagen, dass wir hier im Prinzip ein zentrales Problem sehen, das sich aus den ganzen Folgen der Digitalisierung ergibt. Wir haben im Prinzip Fälle, diese Fälle entfalten Wirkung. Das ist jetzt erstmal nichts Besonderes. Aber wir haben Menschen, die diese Fälle beurteilen. Und unser System, unser Rechtssystem ist halt nun mal so aufgebaut, dass du im Prinzip aus verschiedenen Gerichtssträngen, ja, also du gehst über verschiedene AGs oder Landgerichte oder Oberlandesgerichte, halt gehst du langsam nach oben. Und dann kommst du im besten Fall zum Bundesgerichtshof oder halt zu irgendeinem sonstigen Bundesgericht. Und bis dahin aber gibt es ja grundsätzlich mal keine Verknüpfung. Ja, die OLGs entscheiden selber, im Prinzip alle Amtsgerichte entscheiden selber, klar. Die müssen natürlich ein bisschen gucken, dass die Urteile berufungs- und revisionssicher sind. Aber das Problem erstmal bleibt. Und jetzt kommen wir zu dem Sachverhalt oder zu den Sachverhalten, die dahinter liegen. Die sind oftmals für die Richter wirklich neu. Ja, da es gibt keine Fälle, an denen man sich orientieren kann. Und jetzt nehmen wir diese Fälle mit der Werbung. Die meisten werden wahrscheinlich erstmal sagen, naja, also bitte, wenn jemand das privat macht, dann wieso ist das Werbung? Ne? Das ist, glaube ich, so die normalste Reaktion, die man erstmal so hat. Ein Richter geht ein bisschen anders hin, weil ein Richter muss ja die Gesamtsituation sich angucken. Und wenn der jetzt seinen Blick sozusagen auf die Wirkmacht eines Influencers richtet, ja, und jetzt nimm einen Influencer mit ein paar hunderttausend Followern, dann denkt er sich, da kommt eine Wirkung bei den Followern her und das ist eine Werbewirkung. Die Frage, die sich jetzt stellt, also bis hierhin gibt es erst noch mal kein Problem. Die Frage ist jetzt nur, worauf richtet man den Schwerpunkt? Und ich glaube, viele Richter urteilen dann zu formalistisch. Die gehen einfach her, wie jetzt, wenn dann gesagt wird, naja, es ist eigentlich egal, ob er das privat macht oder nicht, dieser Influencer, der hat viele Follower und dann war's das. Und das ist natürlich schon eine problematische Aussage, weil das in der Folge ja dazu führt, dass eigentlich kein Influencer mehr privat seine Meinung äußern darf, also privat geäußert, aber öffentlich mitgeteilt, weil das immer dazu führt, dass es Werbung ist. Und das heißt dann im Prinzip, wir nehmen solchen Personen die Möglichkeit, sich überhaupt nochmal zu äußern, weil sie vielleicht mal wirklich etwas gut finden. Und das, finde ich, ist dieses komische Denken. Es wird unterstellt, die machen alles nur noch für Geld. Und das kann es nicht sein. Ja, also das stimmt auch nicht. Es gibt ja wirklich viele Influencer, die finden einfach gewisse Sachen gut. Das dürften die aber überhaupt nicht mehr sagen. Und das ist auch der Grund, weswegen ja jetzt überlegt wird, 5a Absatz 6 im Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb anzupassen. Ja, da gibt es ja inzwischen auch entsprechende Vorlagen, dass man eben sagt, gewisse Dinge müssen nicht mehr als Werbung gekennzeichnet sein. Meiner Kenntnis nach aber gibt es da eben noch kein entsprechendes Gesetz. Da wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen drum gekämpft werden.
Aber immerhin finde ich es schon mal gut, denn auch alle Leute, die ein eigenes Business haben, die ein eigenes Geschäft aufbauen, stehen mehr oder weniger vor dem gleichen Punkt. Denn hier Ja, setzt klar. man ja Geld ein, um an Reichweite zu kommen. Und dann bin ich relativ schnell auf großen Reichweitenzahlen und freue mich, weil ich 500.000 Leute unser Video gesehen haben. Natürlich ist es Werbung am Anfang, aber beim zweiten, dritten, 35. Video ist es vielleicht tatsächlich keine Werbung. Und ich will mal, wie gesagt, Genau. etwas sagen, was einfach das Unternehmen betrifft, und dann heißt es ja, die machen alles für Geld. Und deswegen sage ich, Genau. was Influencer betrifft, betrifft auch alle Unternehmerinnen und Unternehmer da draußen. Deshalb habe ich da immer zwei Ohren ganz weit Absolut. offen. Absolut. Und ich Super finde, cool. man muss es ein ein bisschen optimistischer noch mal ein bisschen zugunsten von diesen Unternehmern und auch den Influencern natürlich betrachten. Ja, auch die haben ein normales Leben. Also es ist nicht nur so, dass die permanent in der Öffentlichkeit stehen. Ja, da werden natürlich viele jetzt schreien und sagen, nein, es ist anders. Das ist mir aber ziemlich egal. Ja, das ist das Schöne. Ja, das ist halt nun mal meine Meinung. Und ich finde, da muss man auch mal ein bisschen gucken und mal ein bisschen mit Augenmaß rangehen an solche Entscheidungen. Nur formal. Ich glaube, das funktioniert nicht bei diesen ganzen Online- und Digitalsachen, weil da auch unsere Gesetzgebung gar nicht schnell genug hinterherkommt. Und das ist tatsächlich ein Problem. Vielleicht muss man sich wirklich mal überlegen, wie man Gesetzgebungsverfahren macht. Das ist allerdings ein anderes Thema. Das machen wir jetzt nicht um kurz vor 8:30 abends auf. Ja, da bräuchten wir wirklich, glaube ich, noch ein bisschen Wein oder so etwas. Ja. Nee, das passt auch perfekt. Vielen lieben Dank, lieber Carsten. Es war sehr, Sehr sehr gerne. spaßig. Und ich muss genau sagen, mir ging es heute wirklich darum, dass wir einfach mal darüber sprechen. Den Artikel von dir habe ich im Text verlinkt. Alle, die Lust haben, nochmal tiefer einzutauchen in diese, ich sag mal, diesen Gesetzesentwurf, den du dir genauer angeguckt hast, ne? Super, super gerne. Vielleicht machen wir auch sogar eine Serie draus, Schauen wir und mal, machen schauen wir mal. abends irgendwie Wein und Recht oder Recht und Wein. Alle, die Genau, Lust haben sehr auf coole sowas, Idee. schreibt uns sowas bitte gerne mal in die Kommentare, wenn ihr Lust habt auf sowas. Ich würde mich super freuen. Die Technik ist da. Gut, Wenn gut, ihr gut. Lust habt auf sowas, dann schreibt uns das in die Kommentare. Wir werden es nämlich nicht einfach nur machen, weil wir Donnerstagabend Zeit haben. Denn ich wünsche euch jetzt allen noch eine wunderschöne Zeit. Und lieber Carsten, vielen lieben Dank, dass Sehr du dir gerne, sehr Zeit gerne. genommen hast. Und in diesem Natürlich. Sinne, gute Zeit noch Macht's für gut. alle. Bis dahin, danke. Ciao.